Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Forever Skies. Ich hatte ja gesagt, es geht weiter, wenn es neue Inhalte und neue Features gibt. Es gibt sie. Nicht ganz so umfangreich, wie ich es vielleicht gedacht hätte, aber weil es sich hierbei um ein zeitlich begrenztes Event handelt, wollte ich euch ganz gerne dabei mitnehmen. Und zwar geht dieses Event bzw. diese Questreihe nur bis zum 7. Januar. Wenn ich es richtig verstanden habe, finden wir auf der Welt uralte Briefe mit Wünschen. Also wir sind eine Art Weihnachtsmann und werden diese Wünsche erfüllen. Die Geschenke werden dann an bestimmten Orten deponiert und wir schalten damit dann Sachen frei. Und ja, es gibt noch ein paar andere Neuerungen, ein paar neue Gebäudetypen, die wir dann erkunden können. Und diverse Bugs und Fehler wurden korrigiert, unter anderem auch, jetzt muss ich erstmal wieder in die Steuerung reinkommen, unter anderem auch sind hier jetzt Windpark-Varianten auch wirklich zu 100% abgeschlossen. Da gab es ja teilweise einen Bug, auch wenn man schon längst alles erkundet hatte, wurden die nicht komplett abgeschlossen. So, das wurde behoben. Bei den Funkturm-Varianten haben wir noch irgendwas offen, anscheinend. Oder das ist noch. Eigentlich ist der Bug ja bei oben. Ja, hier sieht man auch schon, was es für Neuerungen gibt. Es gibt anscheinend bald auch ein Reparaturwerkzeug, sodass man nicht immer auf diese Flicken angewiesen ist. Ob das jetzt allerdings schon dazugekommen ist, habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Ich habe das den Update-Bericht erstmal nur überflogen. Ich wollte mich da nicht zu sehr spoilern. Eine Reparaturwerfer- und Schaumdatenkarte. Medizinisches Edukt. Das können wir ja gerne alles zusammen erkunden. Ein paar andere Dinge wurden auch verändert. Unter anderem unten die Immunität ist jetzt wohl Bestandteil der Geschichte und ändert sich jetzt nicht einfach so, weil halt Zeit vergangen ist oder weil man gewissen Sachen ausgesetzt ist. Wie genau sich das dann zeigt, muss ich da mal gucken. Hier war was drin. Schmutzwasser abfüllen, Schmutzwasser trinken. Aha. Ich hatte ihn an. Wusste ich gar nicht. So, erstmal alles eingesammelt. Oben sind anscheinend auch die Quests resettet worden. Man sieht es. Wir müssen wieder unseren Hunger stillen, um diese Quest zu beenden. Tun wir das mal. So, habe ich den Apparat laufen lassen? Nee, habe ich nicht. Aber hier ist auch noch was drin. Wie kann ich das nochmal entnehmen? Das war jetzt umstellen. Aber okay, Glas kann man auch gebrauchen. Okay, scheint leer zu sein. Man merkt's, ich muss selber erstmal wieder reinkommen. Ist eine ganze Weile her, dass ich gespielt habe. Ich hatte zwischenzeitlich noch mal ein bisschen Sachen gesammelt. Aber jetzt auch nicht so viel. Weil es gab ja auch noch diverse andere Updates bei diversen anderen Spielen. Ihr werdet es bestimmt auf dem Kanal dann schon mitbekommen haben. Ist ja, ich glaube sogar heute, schon eine neue Folge dazu rausgekommen. Ja, komm schon. So. Wir brauchen einmal Trinkwasser da drin und kochen. So, neues Wasser ist angesetzt. Dann können wir auch direkt etwas trinken. Und schon geht's uns wieder gut. Okay, dann gucken wir mal. Boah, das Licht, Hilfe. Neue Gebäudetypen. Ich schätze mal, da müssen wir erstmal ein bisschen rumfliegen und die Gegend. Immunity is decreasing. Diseases might become more severe. Ah, da ist das schon. Das, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das jetzt ja dauerhaft gesenkt. Erhöhte Gefahr von Erkrankungen. Vorsicht empfohlen beim Verzehr von rohen Lebensmitteln und beim Umgang mit infizierten Lebensformen.
Das war das, was ich meinte. Weil wir in der Story schon so weit vorangeschritten sind, ist unsere Immunität bereits gesunken. Geringe Immunität bedeutet höhere Chance zu erkranken. Logisch. Wir haben jetzt eine normale Immunität. Na, kleiner Freund, ich habe ja immer noch keinen Namen für dich. Selbst nach all der Zeit. Jetzt ist nur die Frage, wohin fliegen wir? Wir müssen einmal... Ja. Nein, wir fliegen jetzt erstmal. Wir müssen einmal gucken, dass wir in ein neues Gebiet kommen. Habe ich die Motoren gar nicht aufgefüllt? Das wäre dezent ungünstig. Oh Gott, ich muss mal wieder... Ich habe ein Radio? Eine verschlüsselte Nachricht, mehrere Jahrhunderte alt, die seit langer Zeit im Äther unterwegs ist. Hi, Pilot. Wir haben einige der Baupläne für die gewünschten Geschenke noch nicht erhalten. Sie sollten auf Funktürmen in der Nähe zu finden sein. Unser Postluftschiff ist außer Betrieb und wir haben niemanden, den wir dorthin schicken können. Wenn jemand dort zufällig vorbeikommt, bitten wir diese Person, uns die Briefe und Geschenkbaupläne zu bringen. Wir haben leider keine andere Bezahlung als unsere Dankbarkeit. Mit aufrichtigen Grüßen, die Rentiergang. Das ist es. Das ist die erste Bitte für ein Weihnachtsgeschenk. Okay, nein, halt erstmal der Reihe nach. Wir brauchen Treibstoff. Oh, das ist jetzt übrigens auch neu. Man sieht jetzt, wie viele Sachen man dabei rausbekommt. Ich würde mir jetzt nur noch wünschen, dass man festlegen kann, wie viel man davon herstellen kann. Das wäre jetzt noch perfekt. Was nehmen wir denn für welchen? Biomasse. Haben wir genügend sauberes Wasser? Wir probieren es mal. Bei Biomasse haben wir eigentlich genügend. So, ich guck mal ganz kurz in den Einstellungen. Einen Moment. Ich bin etwas unzufrieden mit der Kamerasteuerung. Nein. Dann war das doch unter Grafik. Kann ich anscheinend nicht einstellen. Ich habe das Gefühl, es ist verändert worden. Empfindlichkeit. 35. Machen wir mal auf 25. Es fühlt sich ein bisschen anders an. Ah, 25 ist vielleicht ein bisschen zu träge. Dann machen wir auf 30. Ja, ich glaube, das ist besser. Ah, die Produktion ist allerdings nicht verschnellert worden. Dann nutze ich mal die Gelegenheit, mich ganz kurz hier zu orientieren und einzusortieren. Printing completed. Oder auch nicht, denn das ist ja schon fertig. Scanner und Luftschiffbauer. Flicken kommen wir hier raus. Die kann ich gerade nicht gebrauchen. Das Poster packen wir erstmal hier rein. So. Ja, genau. Es gibt dann auch einen größeren Gefrierschrank. Den will ich mit euch auch noch finden. Also eigentlich schon genügend neuer Content. Aber ich wollte eigentlich noch ein bisschen warten, bis noch mehr dazu kommt. Na gut. Wir müssen zu einem Funkturm. Ein Funkturm ist hinter uns. Oder? Das da hinten ist doch ein Funkturm. Das würde aber bedeuten, dass das da auch ein Funkturm ist.
War das hier nicht das Symbol für Funkturm? Man merkt, ich habe es schon lange nicht mehr gespielt. Ach nein, das da unten war ein Funkturm. Ganz genau. Er ist jetzt so weit unten. Haben Sie die Höhenlagen der Gebäude auch verändert? Da ist er, jetzt sieht man ihn. Das würde ich doch als Funkturm werten, wenn ich mich nicht irre. Ich muss nur ganz kurz navigieren. Auf das wir richtig einparken können. Hoffentlich. Ja, aber das ist ja so storytechnisch gewollt. Wir sollen zu Funktürmen. Halt. Dafür können wir den ja benutzen. So. Da haben wir tatsächlich schon wieder alles erwischt. Das ging schnell. Ja, ich weiß nicht, wie aufwendig das Event sein wird, beziehungsweise diese Questreihe. Es kann durchaus sein, dass das länger geht, als das Event eigentlich geht. Also, wenn ihr diese Folge hier seht, ran an die Computer, Forever Skies gestartet und Event selber spielen. Macht, glaube ich, mehr Sinn, als zu warten, bis ich es geschafft habe. Ich lasse mich einfach zu sehr ablenken. Das wird sehr lange dauern bei mir. Ihr kennt das ja. Da hinten war die Tür. Ich bin dran vorbeigelaufen. Geht ja schon gut los. So, ich muss mir gleich mal die Quest genauer angucken. Was wir jetzt hier tun sollen, das ist doch meines Wissens nach ein Funkturm. Short Railing und Half Railing. Ach ja, genau, da gibt es neue Baupläne. Finde den Brief der kleinen Astronautin, finde den Brief des mutigen Reisenden und finde den Brief der zukünftigen Hausbesitzerin. Finde die Briefe der Kinder und die dazugehörigen Baupläne auf den Funktürmen. Stelle die Geschenke her und liefere sie an den alten Wohnhäusern in der Kleinstadt. Das hier müssen wir gleich noch. Nochmal abschließen, weil Stille den Hunger war ja bestimmt, ich meine mich zu entsinnen, so ziemlich eine der ersten Quests, die man überhaupt hatte in dieser Geschichte. Es ist ja schließlich ein Survival-Spiel. Hunger ist so ziemlich das Erste, was man hat. Hallo? Ich möchte bitte loslassen? Danke. Ach ja, genau. Die Sonnenmelone. Die sollte ich jetzt besser nicht verspeisen. Ist ein bisschen anders aufgebaut, glaube ich, oder? Okay, das... Hummer-Chili. Hummer-Chili. Ja, von den Pflanzen habe ich ja immer noch keinen Grund gefunden, die zu sammeln. Höchstens die gelben, aber davon brauchen wir eigentlich auch nicht wirklich was. Der Charakter ist gut fertig, man hört's. Ich weiß gar nicht mehr, was man mit der Rapsblüte machen konnte, warum ich sie jetzt gerade einsammle. Ohne ersichtlichen Grund, fürchte ich. Einfach, weil ich es kann. Oh, da komme ich nicht lang. Es sieht alles ein bisschen anders aus.
Jetzt. Ich wollte schon sagen. Wer bist du denn? Bist du... Eine Kreuzblume! Ich brauche dich für irgendwas. Das weiß ich noch. Haben wir doch, glaube ich, alles, ne? Batterie haben wir. Dann war das kein Funkturm, so wie wir ihn bräuchten. Ich habe jedenfalls kein Geschenk gesehen. Beziehungsweise kein Auftrag dafür. So, ich glaube, wir müssen uns mal ganz kurz schlafen legen, damit der Charakter hier wieder Energie hat. Ich mache die erste Folge dieser Aufnahme für dieses Event auch ein bisschen länger. Weil es ja doch etwas dauert, bis man sich wieder in die Steuerung reingefuchst hat. Und da ist es ja schade, wenn man dann in der Zeit kein Content bieten kann. Daher bin ich dann mal so frei und lass das Ganze hier ein bisschen länger laufen. Auf dass wir erstmal wieder in das Spiel reinkommen. Also ich jedenfalls. Wie gesagt, in letzter Zeit gab es hier einige Updates bei einigen Spielen. Da hat man gut zu tun, das alles aufzunehmen. Da weiß man gar nicht, wohin zuerst. So, wo habe ich denn jetzt eigentlich die Batterien aufbewahrt? Nicht hier offensichtlich. Die Armbrustdinger können hier noch rein. Hier ist nur Biomasse. Ach, da unten war Kristallbatterie. So, jetzt sind die Taschen wieder frei. Okay, okay. Wir brauchen einen Funkturm. Offensichtlich war das hier keiner. Oder wir müssten erst in ein neues Gebiet zu einem Funkturm. Steigen wir mal etwas höher, damit wir hier nicht gleich mit irgendwas kollidieren, was uns beschädigt. Ich fliege mal zu so einem Turm dahin. Zu diesen kleinen Dingern da. Sieht mir halbwegs korrekt aus. Caution. A storm is coming. Ja, natürlich. Immer genau dann. Immer genau dann, wenn ich hier irgendwo andocken möchte. Aber ich bin ja eigentlich sehr niedrig. Hatte ich auf dieser Seite die Rampe oder war das auf der anderen? Wir gucken mal. Auf dieser. Reicht das schon? Irgendwie nicht andocken. Die fährt sich immer wieder ein. Gucken mal. Das reicht schon. Ha, knapp. Was zum... Okay, hier kann ich nicht andocken. Gehen wir mal wieder zurück. Das war nicht so klug. So, ich muss ein bisschen mehr darüber. Wow, wir sind jetzt da richtig schnell unterwegs. War das schon immer so?
würde, glaube ich, ein bisschen mehr Trägheit passender finden. Okay, einen Moment. Ich glaube, die Soundeinstellungen sind etwas hoch. Wir machen mal die Gesamtlautstärke etwas niedriger. Sagen wir mal 80%. Umgebungsgeräusche etwas leiser. Und die Effekte auch. So. Ist immer noch grenzwertig. Eine Sekunde. So, ich habe das nämlich gerade erst gesehen. Der Pegel war etwas gewaltig bei dem Blitzeinschlag. Entschuldigt, dann wird es vermutlich in der ersten Folge ziemlich geklippt haben. Ich bin auch noch gar nicht unten. Ja, tatsächlich noch gar kein Anparksymbol. So, jetzt aber. Der Sturm ist auch schon wieder vorbei. Ich begrüße es. Er war einfach wieder viel zu laut. Abbausymbol war die 4. Oh Gott, oh Gott. War das schon immer so? Gab es keine normale Leiter? Ich sehe jedenfalls keine. Immer noch keine Botschaften. Ich vermute wirklich, ich muss in ganz andere Gebiete fliegen. Diese hier waren ja schon da. Demzufolge können vielleicht die neuen Sachen hier noch gar nicht auftauchen. Ich glaube, ich fliege mal in ein anderes Gebiet. Moment, da unten ist ein Fragezeichen. Da könnten wir hin. Ja! Entweder bedeutet das einen neuen Turm. Oder eins der Questgebiete. Wobei das vermutlich eher ein Ausrufezeichen gewesen wäre, aber egal. Es ist ein Fragezeichen, wir fliegen zu einem Fragezeichen. Ich habe nicht geloggt, Entschuldigung. So, jetzt aber. Achso, ich habe ja gar nichts zum Kochen.
Jetzt kann er wieder sammeln. Okay, wir sind auf geradem Kurs durch das Gebirge. Ich glaube, ich interveniere mal kurz. Das scheint mir eine nicht ganz so gesunde Idee zu sein. Am besten fliegen wir so rum. Oder hätten wir mittendurch gekonnt? Ich riskiere das lieber nicht. Mein Sammlerherz würde jetzt schreien. Ich würde am liebsten hier wirklich jeden einzelnen Punkt abgrasen. Aber wir fliegen hier gerade an so vielen Gebäuden vorbei. So viel Loot, das einfach da liegen bleibt, einsam und allein, vergessen von der Menschheit. Ich fühle mich gerade ein bisschen schlecht. Ich hätte es gerne angesammelt. Kennen wir diesen Gebäudetyp da hinten schon? Das sieht so anders aus. Das Symbol kommt mir auch nicht bekannt vor. Gab's das schon? Habe ich das mal mitgenommen, ohne nachzudenken? Ich glaube, da war ich doch schon mal. Da gab es die Farbsachen. Aber sah das schon immer so winterlich hier aus? Sieht so winterlich aus. Ein Weihnachtsbaum! Hier müssen wir vermutlich die Geschenke abliefern. Das ist das Symbol für einen Village, oder? Ich glaube, ich bin zu weit. Aber wir haben jetzt nur die Rampe. So, erstmal die Taschen leeren. Und dann gucken wir mal, ob wir dort vielleicht eine Geschenkeaufgabe kriegen. So. Die Motte müssen wir gleich noch kochen. Das Glas war hier oben. So, die Motte wird noch gekocht. Und der Weihnachtsbaum muss noch sein. Schließlich kommt die Folge hier ja auch zu Weihnachten raus. Ich kann mich echt nicht entsinnen, dass das hier schon immer so weiß war. Cool, die Weihnachtsdeko. Und der Schneemann. Ich mach mal hell für euch, falls das zu dunkel sein sollte. Ist das cool. Ich habe sie alles schön weihnachtlich geschmückt. Das war vorher hier so ein Ort, wo man die ganzen Farbsachen einsammeln konnte. Und jetzt sind hier lauter... Huch. Lauter Deko-Sachen zu Weihnachten. Okay, der Lolli wäre doch aber schon längst verrottet, oder? Zuckerzeug ist... Ist ein bisschen gruselig. Die hat immer so einen starren Blick. Ich finde Puppen immer ein bisschen gruselig. Wenn die so halboffene Augen haben, das ist okay. Aber so starre Augen, das ist gruselig. So, Moment, das bauen wir mal noch ab. Oh, da drunter ist noch eine Platte. Haha, ein geheimer Pfad.
Das Springen ist noch ein bisschen. So, jetzt. Manchmal klebt man irgendwie ein bisschen am Boden. Da springt der Charakter nicht richtig. Also ich schätze mal, hier müssen wir dann das Geschenk deponieren, wenn wir eins fertig haben. Das ist hier schließlich so weihnachtlich geschmückt. Ja, mein Kartuschenmuster. Der Ort hat sich tatsächlich nicht großartig verändert. Glaube ich. Kommt mir jedenfalls alles noch ziemlich vertraut vor. Ah, vermutlich. Da muss dann das Geschenk hin, da wo der Baum steht und die Glocke steht. Ich frage mich nur, wer kriegt dann die Geschenke noch? Ist das einfach aus Prinzip dann? Es ist ja dann eigentlich keiner da, der sich an dem Geschenk erfreuen kann. Aber mal ganz im Ernst, das Lebkuchenzeug wäre doch definitiv schon vergammelt. Es müssen doch schon, ja, Jahrzehnte vergangen sein, wenn nicht sogar schon ein Jahrhundert. Ich weiß gar nicht, ob eine Jahreszahl genannt wurde im Spiel. Ist nichts weiter. Okay, also wir kriegen den Zettel nicht von hier. Aber hier wird vermutlich dann das Geschenk deponiert. Aber wo kriegen wir dann die Zettel her? Wo kriegen wir die Wünsche her? Oh. Alte Bitte. Okay.
Das war anscheinend noch kein Wunsch. Das war nur noch mal dieselbe Nachricht, die wir schon über Funk bekommen haben. Keine Bitte. Dann ist das hier wirklich nur der Ort, wo wir es dann ablegen. Da muss ich mal gucken, dass ich bis zur nächsten Folge in neue Gebiete komme und dass wir mal schauen, dass wir einen Wunschzettel finden. Ich würde so gerne einen finden. Ich möchte Wünsche erfüllen. Ja, ich probiere das mal. Also, in der nächsten Folge sind wir entweder bei dem Fragezeichen, das, irgendwo hier hinten beim Gebirge war. Ich sehe es gerade nicht mehr. Aber auf jeden Fall war das hier irgendwo hier hinten. Ja, also entweder sind wir beim Fragezeichen oder ich habe einen Funkturm gefunden. Ihr werdet es sehen in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch frohe Weihnachten und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Forever Skies. Bis dahin. Ciao.